Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kategorie von Thüringen 2.02. Wir werden jetzt zu unseren neuen Feldern fahren und die gleich düngen. Weil die sind nämlich noch im Düngestadius 1 und 2, glaube ich. Und ich möchte schon noch möglichst viel rausholen. Das heißt, wir werden dann auch düngen. Auto anschalten, das wäre alt links Pfeil. Alt, streng links, alt links. Ja, ich hab's angeschaltet, aber ich weiß nicht, wo es geht. Ja, gut. Alt links, Keyboard 0. Der eine Fuchs zu drehen. Junge. Das war doch hier was anderes. 41 und die 42. 41. Na ja, gut. Macht er wohl alleine? Kaufen wir mal, ne? Hier ist auch die neue Outrun-Version drauf. Die 107 oder so, wie das heißt. Kurzplay ist auch aktuell. Ist vom Freitag, denke ich mal, oder also Mittag wird das sein. Auf jeden Fall. So, und im nächsten Dinger streue ich gleich. Der hat ein bisschen mehr drin, kann sein, dass es gut ist. Der andere war ein bisschen leer, 9000. So, Gebäude habe ich gebaut, aber. Steigen 0, das war nicht Altlinie 0. Hof 3 ist hier. 42, glaube ich. Haben wir zum Glück ganz gut gebaut, ne? Können wir später einen Punkt an visieren zum Entladen. Für Stroh vor allen Dingen. Da fahren wir mal jetzt mit. Weißt du, wo der andere anfährt? Und der ist blocking. Blocking halt nichts Gutes. Das sind wir. Sag doch einer was. Blocking, ne? Können wir noch melden? Ich bin hier, ich komme nicht weiter. Ich finde ja auch Ralf genial, wenn es funktioniert, ne? Wir sind dann interessant, ne, mit der Ernte. Schauen wir hinkriegen. Das war mein erstes Mal. Auf geht's! Ah, Kaffee läuft durch. Wenn man das hier Tag gerettet. Ja, so gerettet. Ich habe hier alles ein bisschen in Einbahnstraßen gemacht, weil viele Straßen sind schmal. Außer die Hauptstraßen, die sind breit genug. Aber die anderen Wege sind meistens für entgegenkommende Fahrzeuge nicht geeignet.
Darum fahren die noch ein bisschen komisch, Anführungszeichen. Ich glaube darum, mehr Erntefahrzeuge unterwegs sind und mehr Abfahrer haben, dass es nachher entsprechend nachher so klappt, dass die sich nicht entgegenkommen. Ne? Denn wir mehr wie einen brauchen. Der Licht an? Hier bin ich mal ganz am Anfang mit dem LKW hier hochgekommen. Das war zu steil für den LKW. Aber ob es daran gelegen war oder das Fahrzeug an sich, das weiß ich nicht. Hier ist der Viehhändler. Und wir fahren noch lang. Wird da auch lang gefahren sein, ich denke mal. Vielleicht können wir noch ein Feld kaufen, mal sehen. Viel Moos haben wir nicht mehr. Die 58. Naja, und noch so kriegen wir nichts. Aber eigentlich, wenn man Felder hat, dann auch wieder mehr Geld. Denn je mehr wir verkaufen könnten, desto mehr verdienen wir. Wir müssen das ganze Jahr warten. Ne? Unkraut haben wir auch ein bisschen, aber gut, da haben wir jetzt. Ja, das könnten wir machen, ne? Unkraut bekämpfen. Sobald der mit dem Düngen anfängt, alle beide, können wir mal punktuell Unkraut bekämpfen. Ein paar Stellen haben wir dabei. Bevor das hier stärker auswächst, kann man das entsprechend lichten. Kollegen verwenden diese Ecke kaum. Naja, gut. Wie gesagt, gibt Schlimmeres. Wie gesagt, da habe ich mal vor mit Terraform das Ding auszugleichen. Dann ist gut. Oh nee. Wintermüdigkeit oder sowas hier, ne? Ich habe jetzt bis jetzt auf die Felder immer nur einen Punkt zum Hinfahren und keinen Punkt zum Wegfahren. Das werde ich wahrscheinlich dann machen müssen. Das kann man nicht mit abfahren. So ist so, da sind wir. Jetzt sollen wir Kursbrechung machen für Feld Nummer 2. Was vergeht? Hätten wir auch links machen können, die neuen, ne? 43. Gut. Kursgenerierung 41. Zwei Vorgewände. Weich. 30 Meter. Der Kurs.
zurück. Ersten Wegpunkt. Einstellen. Viel Spaß! Saugen! Dazu 42 laufen. Unkraut 0%, gedüngt 33, also nur die Hälfte. Gut gesprintet, Leute! Ach, hier haben wir Lohnzahlung. Das ist aber für Autoreif, was ich weiß. So, jetzt haben wir hier auf 42. Kursgenerierung 42. Vorgewende 2. Generier Kurs. Das lohnt sich von der Fläche her. Hier mag er nur eine Vorgewende machen. Oh, das ist ein blöd. Na gut. Machen wir mal, ne? Bei Dünger geht's. Bei Unkraut wäre das schwierig, weil die Spritze entsprechend immer irgendwo gegenfährt. Blockiert. So, ich bin mir nicht ganz sicher, dass ich schon Spritzen hatte. Ich glaube schon. Das machen wir manuell, weil das nur punktuell geht, beziehungsweise nur Sinn macht. Da muss eine Spritze, die haben wir ganz vorne normalerweise. Noch. Wenn mich alles täuscht, müsste da noch eine kleine Halle stehen. Ja. War doch mal geplant hier. Machen wir gleich voll und dann geht los. Hier soll man auch was einfüllen können, dann kann man es auch rausholen. Aber ist ja nichts eingefüllt worden. So. Gucken, wo wir es entsprechend viel Unkraut haben. Auf 12 ist nichts. Auf 60 ist viel. Auf 60 ist viel. Da müssen wir uns erst arbeiten. Die 41 können wir auch noch mal gut tun und bei der 42 auch noch. Ja. 60 hauptsächlich. Aber das dauert ein bisschen. Nur das ist schlecht. Also einen kleinen Schlauch, oder? Dann können wir ein bisschen kalt hier wissen. Spielen. Die Paletten auf den Trigger einstellen, wo er dann abgeladen wird. Ein bisschen dichter rangehen. So. Das war eine Mistgabel, aber dafür geht's auch. Ja, ist man sich gleich, ne? Weil der Starterfahrer macht die Tür auf und guckt sich die Sachen an. Ob er nun richtig liegt oder falsch. Hier irgendwo ist der Trigger, wo er ihm entsprechend leer macht. Das dauert zwar auch ein bisschen, aber muss gemacht werden. Dann können wir später unser Kalk nachher aus dem Förderband rausholen.
Das ist immer so interessant, wenn die Dinger weggehen, die Paletten. Das ist ein Big Pack. Jetzt taucht der Kalk auf. Also wir sind von vorne nehmen. Der ist ein bisschen eingeknackt. Schlecht. Ja, der ist fest. Schlecht. Was man machen könnte, wäre mit dem Kalksteuer reinfahren und dann entsprechend aufladen. Was machen müssen. Ja, das geht nicht. Wenn die beiden hier guck, die haben für Dienstag weggenommen. Für Allrad. Sehe ich jetzt gerade. Ja gut. Nicht so tragisch. Gut, das macht jetzt alleine und die Schaule schon voll. Jups, fast voll. Und voll ist er voll. Voll ist er. Teuer, teuer. Aber ist halt so, ne? Der läuft zwar noch, ist egal, da geht immer leider mal Zeit aus. Da ist eine Automatik drinne. Gülle wird schon einiges haben, denke ich mal. Wir hatten schon lange keinen Regen mehr gehabt, ne? Oh, die Folge ist endet. So, liebe Show, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid noch Tschüss und den Winkel. Und ciao. Vielleicht hört man und sieht man sich dann zum nächsten Mal wieder. Tschüss.